Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Eine der größten logistischen Herausforderungen der Zukunft wird die Belieferung auf der letzten Meile in Großstädten sein. Mit dem Konzeptfahrzeug Easy Pro haben die Ingenieure von Renault zur IAA 2018 bereits gezeigt, wie sie sich den Cab-Transporter der Zukunft vorstellen. Voll elektrisch und mit autonomen Elementen. Jetzt haben sie das Lieferwagenkonzept Easy Flex nachgelegt. Ein Elektrolieferwagen, der entwickelt wurde, um Pakete und Päckchen noch kleinteiliger distribuieren zu können. Besonders auffällig, das kleine Wägelchen kommt zwar eher schmalbrüstig daher, bietet aber einen würfelförmigen Laderaum. Und mit einer Reichweite von 150 Kilometern ist es für die urbane Logistik gut gerüstet. Der Fahrer kann dann entweder über eine nach oben aufklappbare Flügeltürkonstruktion auf die Waren zugreifen oder der Wagen wird mit mehreren Klappen ausgestattet. Da der Easy Flex tatsächlich nicht besonders breit ist, kann der Fahrer auch für normale Transporter nicht zugängliche Bereiche anfahren. Ein wichtiger weiterer Aspekt: Die Renault-Tüftler spendierten ihrem Elektrolieferwagen auch die Möglichkeit, eng an eine zentrale Leitstelle angebunden zu werden. Der Disponent bekommt dadurch nicht nur Einblick in die Fahrzeugdaten, sondern er kann auch gleichzeitig die Flotte optimal disponieren. Und so geht es weiter. Ein Dutzend EasyFlex-Lieferwagen wird in den nächsten 2 Jahren von verschiedenen Unternehmen und Nutzern praxisnah getestet. Sollte sich das Konzept bewähren, könnten solche Kleinlieferfahrzeuge also in nicht allzu ferner Zukunft in größerer Zahl durch die Straßen der Städte rollen. Aber ob dann auch ausreichend Fahrer zur Verfügung stehen, sei dahingestellt. Wir bleiben dran. Bis dann. Übrigens, wenn ihr mehr sehen wollt, folgt unserem Kanal. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.